Hallo und willkommen zu dem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video zeige ich euch mal, wie man hier auf diesem Notebook, auf dem Windows 7 installiert ist, das Windows 7 komplett löscht und Windows 10 neu installiert von so einem USB-Stick und Windows 10 dann mit dem Product Key von Windows 7 aktiviert. Auf diesem Notebook ist Windows 7 installiert und aktiviert und das möchte ich jetzt hier upgraden auf Windows 10. Und zwar möchte ich hier einen sogenannten Clean Install machen, also ich möchte mein Windows 7 komplett löschen. Die Daten habe ich alle schon auf dem USB-Stick und auf einer externen Platte gesichert und alles, was auf der Platte jetzt hier drauf ist, das wird gelöscht, die Platte wird formatiert und hier unten auf dem Notebook ist der Windows 7 Product Key und den kann ich benutzen, um Windows 10 zu installieren und auch zu aktivieren. Das Notebook ist ausgeschaltet und ich stecke zuerst mal den Windows 10 Installations-USB-Stick rein. Von Microsoft kann man sich das Windows 10 kostenlos runterladen aus dem Internet und auf einen leeren USB-Stick drauf kopieren. Darüber kann man dann hier Windows 10 auf dem Notebook installieren. Hier oben blende ich mal eine Infokarte ein. Da seht ihr dann in einem Video von mir, wie man sich so einen USB-Stick erstellt. Zuerst schalte ich mal das Notebook ein und gehe ins BIOS und schaue mal nach, ob im BIOS auch alles richtig eingestellt sind. Bei diesem Notebook drückt man mehrmals F2 direkt nach dem Einschalten, um dann hier ins BIOS reinzukommen. Bei anderen Notebooks kann das anders sein. Wenn ihr bei eurem Notebook oder bei eurem PC nicht ins BIOS kommt oder auch die Bootreihenfolge nicht verändern könnt und euer Gerät nicht von dem USB-Stick booten möchte, da blende ich hier oben mal eine Infokarte ein zu einer Playlist auf meinem Kanal. Da seht ihr dann verschiedene Videos mit verschiedenen Geräten, wo gezeigt wird, wie man ins BIOS kommt und diese Bootreihenfolge einstellt. Das hier ist ein klassisches BIOS, also kein UEFI-BIOS. Und da kann man sich ganz normal mit den Pfeiltasten so ein bisschen durchklicken. Und das Wichtigste, was es hier einzustellen gibt, ist dieser SATA-Modus der Festplatte. Der sollte auf jeden Fall auf AHCI sein und das sollte man auch so einstellen, bevor man das Windows installiert. Das ist am allereinfachsten. Wenn ihr euer Windows bereits installiert habt und ihr habt es im IDE-Modus installiert, dann könnt ihr das auch umstellen auf AHCI. Müsst aber ein paar Punkte beachten. Je nachdem, ob ihr Windows 7, 8 oder Windows 10 habt, kann sein, dass es Probleme beim Booten gibt. Da blende ich hier oben mal eine Infokarte ein. Da seht ihr dann in ein paar Videos, wie man ein bereits installiertes Windows von IDE auf AHCI umstellt und eventuell auch wieder zurück. Wenn ihr ein neues Notebook mit UEFI-BIOS habt, dann solltet ihr, wenn ihr Windows 10 installieren wollt oder auch bei Windows 8, darauf achten, dass hier dieser Secure Boot Modus aktiviert ist. Das hier ist ein normales Notebook ohne UEFI-BIOS. Da kann man sowas nicht einstellen und der einzige Punkt, auf den man hier achten sollte, ist halt dieser AHCI-Modus. Bei einem Notebook mit UEFI-BIOS, wie gesagt, sollte dann auch noch dieses Secure Boot vor dem Installieren aktiviert sein. Bei den meisten Notebooks und PCs kann man auch noch die Boot-Reihenfolge im BIOS ändern. Hier zum Beispiel unter dem Punkt Boot kann ich hier einstellen, ob das Notebook zuerst von der Festplatte booten soll, von dieser Western Digital oder von meinem USB-Stick. Ich lasse das so, wie es hier ist und ändere die Boot-Reihenfolge beim Einschalten mit der F12-Taste. Nach dem Neustart oder direkt nach dem Einschalten kann ich hier auf F12 drücken bei diesem Notebook und kriege hier so ein kleines Bootmenü angezeigt. Mit diesem Bootmenü kann ich mir aussuchen, von was das Notebook booten soll. Normalerweise ja von der Festplatte, möchte ich jetzt nicht. Ich möchte von dem USB-Stick booten, der heißt hier USB-Storage, bei euch kann das auch anders heißen. Und dann drücke ich jetzt hier Eingabe. Jetzt bootet das Notebook von dem USB-Stick. Da bekomme ich dann dieses Fenster. Da muss man dann die Installationssprache auswählen, das ist Deutsch, und klicke hier unten auf Weiter. In dem Fenster kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich es komplett neu installieren möchte oder eventuell irgendwas hier auf der Platte reparieren möchte. Hier unten sind die Computerreparaturoptionen, da klicke ich aber nicht drauf. Ich will alles löschen und neu installieren, da klicke ich hier auf Jetzt installieren. Windows möchte jetzt direkt den Product Key haben, der hier unten auf dem Gerät drauf ist. Den tippe ich aber jetzt mal noch nicht ein. Ich installiere es erstmal so und möchte erstmal sicherstellen, dass Windows 10 hier überhaupt drauf funktioniert und ordentlich läuft. Hier unten gibt es einen Punkt, der heißt, ich habe keinen Product Key und da klicke ich jetzt drauf. Auf dem Windows 10 Installationsstick sind beide Versionen von Windows 10 drauf, einmal die Professional und einmal die Home-Version. Wenn man den Key jetzt hier eben eingegeben hätte, dann würde Windows automatisch erkennen, ist es ein Key, der zu der Pro-Version gehört oder zu der Home-Version und würde die entsprechende Version installieren. Da wir das jetzt später tun, muss man das manuell auswählen hier. Man muss natürlich auch die richtige Version nehmen, sonst kann man das später nicht aktivieren.
In meinem Fall ist Windows 10 Home das Richtige. Hier ist Windows 7 Home drauf und dann wähle ich das hier entsprechend aus und klicke hier unten auf Weiter und dann installiert es die richtige Version. Lizenzbedingungen müssen akzeptiert werden und dann auf Weiter klicken. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit Upgrade. Also das Windows 7 würde dann auf der Platte belassen. Das wollen wir gerade nicht. Das soll alles weg. Alles soll gelöscht werden. Und dann klickt man hier auf Benutzer definiert. Windows zeigt jetzt die Festplatte an, die eingebaut ist und zeigt auch alle Partitionen an, die da drauf sind. Die möchte ich alle löschen. Da ist Windows 7 drauf. Da möchte ich gar nichts von behalten. Da klickt man hier auf die Partition und dann hier unten auf Löschen. Klickt hier auf OK. Und dann löscht man hier die andere Partition auch noch. Es kann sein, dass ihr mehr als eine oder zwei Partitionen habt. Dann, wenn ihr die ganze Platte löschen wollt, müsst ihr natürlich auch alle Partitionen löschen, bis das so aussieht. Und dann klickt man hier unten auf Weiter. Windows 10 wird jetzt vom USB-Stick auf die Platte kopiert und dabei startet sich das Gerät ein paar Mal neu. Das Kopieren der Daten von dem Stick auf das Notebook ist fertig. Das Notebook hat sich neu gestartet und jetzt kriegt man hier diesen Bildschirm, wo man ein WLAN-Netzwerk herstellen soll. Windows möchte jetzt diese Verbindung herstellen zu dem WLAN-Netzwerk. Das überspringe ich mal, das kann man später auch noch machen. Ich will es erstmal fertig installieren. Da kann man jetzt Einstellungen verändern. Ich nehme einfach mal die Express-Einstellungen, auch die kann man später verändern. Nun muss man sich ein Konto erstellen für den PC. Da kann man hier oben seinen Namen eingeben. Ich habe da einfach mal Besitzer eingegeben und klicke hier unten auf Weiter. Das war's jetzt. Die Installation der Dateien von dem USB-Stick auf die Platte ist fertig. Den USB-Stick brauche ich nicht mehr. Den kann ich jetzt hier unten drüber auswerfen und kann den beiseite legen. Soweit läuft das System. Ich rufe mir nochmal die Einstellungen auf mit Windows und i und klicke hier oben mit der Maus mal hier auf den Punkt System, Anzeige, Benachrichtigungen und so weiter. Und wenn man hier runter scrollt, gibt es den Punkt Info. Jetzt kann man sich hier den PC anschauen, kann gucken, was Windows 10 da so erkannt hat. Hier hat es einen Core i3 Prozessor erkannt, 4 GB RAM, 64-Bit Betriebssystem, das ist alles soweit korrekt. Und hier unten gibt es den Gerätemanager, da kann ich draufklicken. Dann wird er hier geöffnet und dann sehe ich die meisten Treiber. Die wurden auch schon installiert, einer fehlt noch. Und da gehe ich jetzt mal online und lasse den online nach Treibern suchen. Ich habe hier unten auf dieses Netzwerksymbol geklickt und habe dann dieses Fenster bekommen, habe mein Netzwerk dann ausgewählt und habe mein Passwort eingegeben und dann klicke ich auf Weiter und jetzt verbindet es sich mit dem Internet. Wenn ihr keinen WLAN-Treiber installiert habt, könnt ihr auch ein Kabel anschließen oder müsst euch auf einem anderen PC einen entsprechenden Treiber runterladen für euer Gerät. Wenn ihr online seid, dann könnt ihr nochmal mit der Windows- und der i-Taste hier diese Einstellungen aufrufen. Und dann kann man hier nach unten scrollen und da gibt es einen Punkt, der heißt Update und Sicherheit. Da klickt man drauf und dann gibt es hier dieses kleine Knöpfchen nach Update suchen. Da klickt man drauf und dann sucht er dann online nach Updates und neuen Treibern für Windows 10. Microsoft hat jetzt ein paar Updates gefunden. Ein Treiber für die Grafikkarte, ein Update für Windows, ein Update für den Adobe Flash Player. Die Updates werden jetzt runtergeladen und installiert. Nachdem man die ganzen Updates runtergeladen und installiert hat, kann man hier nach unten scrollen und da kann man hier auf Jetzt neu starten klicken, da werden auch alle Updates dann installiert. Windows hat also die ganzen Treiber installiert und das Notebook ist neu gestartet und ich gucke mir nochmal am Gerätemanager an, ob da alle Treiber gefunden wurden. Die Windows-Update-Funktion hat alle Treiber gefunden und installiert. Wenn bei euch noch Treiber fehlen sollten bei Windows 10, da blende ich hier oben mal ein Video ein. Da seht ihr dann, wie man unbekannte Treiber in Windows 10 selber im Internet sucht, runterlädt und installiert. Windows muss noch aktiviert werden. Da drücke ich nochmal hier die Windows-Taste und die i-Taste und kriege hier die Einstellungen wieder. In den Einstellungen scrolle ich hier nach unten wieder zu dem Punkt Update und Sicherheit. Klicke da drauf und hier gibt es einen Punkt, der heißt Aktivierung. Da klicke ich drauf und jetzt kann ich hier meinen Product Key eingeben, der unten hier auf dem Notebook draufsteht. Hier tippe ich also diesen Key ein, der hier unten auf dem Notebook aufgeklebt draufsteht.
Sobald man diesen Key hier komplett in das Feld eingegeben hat, wird Windows 10 automatisch aktiviert. Da kommt dann dieses Fenster und man klickt hier unten auf Weiter. Jetzt ist Windows aktiviert und hier steht dann, Sie führen jetzt eine Originalversion von Windows aus und das kann man jetzt schließen, das Fenster. Und das war auch schon die ganze Installation von Windows 10 gewesen auf dem Notebook, wo vorher Windows 7 drauf war. Wie man sieht, ist es kein Hexenwerk. Man braucht diesen USB-Stick, man braucht den Product Key und man muss vorher seine Daten natürlich gesichert haben, die man behalten will. Wenn ihr noch Fragen habt zur Installation von Windows 10, schreibt es einfach unten in die Kommentare, da antworte ich gern drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Hier oben blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf meinem Kanal. Da gibt es noch jede Menge Videos, wie man Notebooks repariert, wie man Windows 10 instand setzt, wie man Festplatten klont, wie man Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da ist bestimmt auch ein Video für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.